Mundrohr, ein meist sehr unterschätztes Teil. In diesem Video geht es speziell um das Flügelhornmundrohr. Aber liebe Blechbläser, bleibt gerne mit dabei. Alle eure Instrumente sind mit einem Mundrohr ausgestattet. Der Vorteil beim Flügelhorn ist eben, dass wir das Mundrohr leicht auswechseln und tauschen können. So erhalten wir schnell und unkompliziert Vergleichsergebnisse. Meine These für dieses spannende Video: Viele Musiker besitzen ein tolles Instrument und wissen gar nicht, wie viele unglaublich tolle Klangmöglichkeiten sie gleich am Eingang des Instruments mit dem Mundstück und dem Mundrohr verlieren. Dieses Mundrohr ist enorm entscheidend für die Ansprache, das Klangvolumen und die Klangfarbe und die Luftführung. Diese Aussage werde ich in diesem Video dick unterstreichen und verdeutlichen, mit Klangbeispielen und akustischen Vermessungen am Computer. Dazu erhaltet ihr einen Einblick in unsere Mundrohrfertigung. Ich erkläre euch unser System und die Idee hinter diesem über Jahrzehnte in unserer Meisterwerkstatt entstandenen Prozess. Leute, ihr dürft sogar zuschauen, wie ein sehr aufwendig gefertigtes Beck-Mundrohr entsteht. Ich bin mir sicher, dass auch du die gesamte Bandbreite deines Flügelhorns kennenlernen und auskosten möchtest. Dazu habe ich dir einen Plan mit der Vorgehensweise für dich entwickelt, den du völlig kostenlos erhältst. Dazu mehr im Verlauf dieses Videos. Einige unserer Kunden haben diese Mundrohre für sich schon entdeckt und sind begeisterte Anwender und spielen mit diesen. Hier drei kurze Beispiele. Unser Brass-Fan Andreas Frenzel schreibt uns: Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Ich habe jetzt mehrere Tage lang getestet und bin begeistert, wie sehr sich die Ansprache des Courtois-Flügelhorns in höheren Lagen verbessert hat. Es ist faszinierend, welche Veränderungen ein anderes Mundrohr bewirken kann. Oder Felix Brinfleck schreibt uns: Direkt nach meinem ersten Besuch im Musikhaus Beck genießt dieses Mal ein vollstes Vertrauen. Die eigene Mundrohrentwicklung ist beachtlich, wirklich beeindruckend, wie sich mein Sound verbessert hat. Ich möchte es nicht missen. Absolute Empfehlung für jeden Instrumentalisten. Und zum Abschluss noch ein Statement aus der Schweiz von unserem begeisterten Amateurmusiker Till Kramer. Lieber Matthias, das Cuprum spielt sich mit dem neuen Mundrohr so super. Die Ansprache ist tatsächlich noch einen Tick besser geworden. Am Anfang war ich mir wirklich nicht ganz sicher, ob das Cuprum für mich zu schwer zu beherrschen ist. Jetzt kann ich mir kein besseres Instrument mehr vorstellen. Und ich mache Fortschritte, an die ich echt nicht mehr geglaubt hätte. Und es macht mehr Spaß als je zuvor. Ganz herzlichen Dank dafür an dich und dein Team. Für uns Musiker ist der Klang und die Ansprache entscheidend. Deshalb jetzt die ersten Klangbeispiele. Ich spiele dabei auf den B- und S-Flügelhörnern Modell 3017 und 17-2. Der einzige Grund dafür ist, dass wir in den letzten Wochen genau für dieses Instrument drei neue Mundrohrserien entwickelt haben. Die Unterschiede der Mundrohr erkläre ich euch zu den Klangbeispielen. So, nun die Klangbeispiele. Ich spiele auf dem B&S-Flügelhorn 3017-2, also der Goldmissing-Ausführung, stets mit dem Breselmeier F6-Mundstück. Zunächst mit dem Original-Mundrohr und anschließend mit der ersten Serie, die wir für dieses Flügelhorn entwickelt haben, das ist die 22, 33, 44. Die steigt stetig von der Mensur her. Allerdings sind diese Mundrohre etwas enger im Ausgang, aber die Mensur ist ausgeprägt. Das bedeutet, ich habe eine klare Luftführung. Zunächst mal das Originalmundrohr. Und jetzt das 33er, also das mittlere der ersten Serie. Jetzt komme ich zu einem Spezialmundrohr, dem MB und CE-Mundrohr. Die beginnen sehr, sehr eng
und werden unglaublich weit. Also, ich habe einen etwas größeren Anfangswiderstand, aber bleibe dennoch weich im Ton, weil das Gesamtvolumen groß bleibt. Mit diesem Mundo kann ich sehr leicht und auch sehr kammermusikalisch spielen, ist auch für Spieler und Spielerinnen mit etwas weniger Luftführung sehr, sehr geeignet. Zunächst nochmal das Originalmundro und dann das MB-Mundro. Gleich geht es weiter mit den nächsten Klangbeispielen, aber zunächst gehe ich auf eine sehr berechtigte Frage ein. Warum werden die Flügelhörner nicht sofort mit einem speziellen konischen Mundro ausgestattet? Warum die Flügelhörner in den allermeisten Fällen mit einfachen Rohren ohne Konus ausgeliefert werden, kann ich nicht verstehen. Alle anderen Blechblasinstrumente sind mit einem konischen Mundro versehen. Dies bietet uns natürlich jetzt beim Flügelhorn noch mehr Chancen, die Eigenschaften der Instrumente individuell zu verändern. Genau hier liegt der Punkt. Mit unseren Mundrohren bieten wir dir individuell, jedem Einzelnen von euch, die tolle Möglichkeit, sein Instrument nach seinen Klangvorstellungen mit unterschiedlichsten Mundrohrmensuren und Mundstücken zu modifizieren. Und jetzt kommen wir zur dritten Serie, dem M1, M3 und M5 Mundro. Große Bohrung, offener Konus für Leute, die es so richtig satt und fett haben möchten. Zunächst nochmal das Original Mundro und anschließend das M5. Das sind fünf. Zum Abschluss nochmal Extrembeispiele, um die Bandbreite der Klangvielfalt zu demonstrieren. Ich habe hier jetzt das Enge 22er Mundrohr mit einem Breselmeier F9, einem flachen Mundstück. Und hier das große M5-Mundrohr mit einem F0-Mundstück. Zunächst mal das große M5 mit dem großen Mundstück. Nun das enge Mundrohr mit dem flachen Mundstück. Und nun das große Mundrohr mit dem tiefen Mundstück. Das flache. Jetzt nehme ich euch mit in den gesamten Fertigungsprozess unserer Mundrohre. Für jede Marke, jedes unterschiedliche Modell werden von uns spezielle Mundrohre gefertigt. Die vier Eckpfeiler in der Fertigung sind: erstens die akustische Vermessung des Originalinstrumentes am Messcomputer, zweitens die Ausmessung
und die Digitalisierung der Mundrohre und der Vergleich mit vorhandenen Mensuren und vorhandenen Messergebnissen. Drittens, die Fertigung auch neuer Ziehdürme mit neuen Mensuren in unserer Meisterwerkstatt. Und viertens, der akustische Test mit unterschiedlichen Musikern. Nun geht's ans Vermessen. Das ist die Basis unserer Mundrohrentwicklung. Wir nehmen natürlich das Originalflügelhorn mit dem Original Mundrohr her und dazu immer dasselbe Mundstück. Für uns ist das Breselmeyer F6 ein hervorragendes Allround-Mundstück, mit dem vermessen wir unser Flügelhörner. Wichtig ist für uns die objektive Vermessung, die nicht durch einen Musiker geschieht. Der hat ja unterschiedliche Tagesformen, einer hat einen anderen Ansatz, andere Ansatzstruktur, der eine spielt tiefer, der andere spielt etwas höher. Nein, mit dem Computer haben wir immer dieselben objektiven Ausgangswerte. Jetzt geht's los. Jetzt vermessen wir dieses Flügelhorn. Und schon haben wir die wunderbaren Kurven, die Resonanzkurve hier. Daraus ergibt sich die Resonanzamplitude. Wie hoch sind hier die Ausschläge und wie spitz sind die Ausschläge? Das spiegelt sich wieder in der Resonanzgüte. Hier haben wir die Intonation. Von diesen Werten gehen wir aus. Und nun vermessen wir das Flügelhorn mit all unseren Mundrohren und unseren Mundrohrvorstellungen und Variationen. Die sehr umfangreichen Messergebnisse werden alle gespeichert in einer Datenbank. Die wichtigen Punkte festgehalten, welche Mundrohre, welche Griffkombinationen, welches Instrument, die Seriennummer, wie weit ist das Mundrohr ausgezogen, welches Mundstück und so weiter. Jetzt zeige ich euch mal einen Vergleich, und zwar das Originalmundrohr mit dem Griff 0. Dann das MB-Mundrohr, auch natürlich mit dem Griff 0. Zum Schluss nehmen wir noch ein großes Mundrohr, das M5, natürlich auch mit dem Griff 0. Und jetzt legen wir die Kurven aufeinander. Violett, das Originalmundrohr. Türkis, das MB-Mundrohr. Und grün, das große Mundrohr M5. Schauen wir uns die Kurven übereinander an. Je höher die Kurvenausschläge, desto größer ist die Resonanzamplitude und je spitzer die Kurven sind, desto besser die Güte, also desto besser die Ansprache. Schauen wir dieses und einer anderen Kurve nochmals an. Da sehen wir das Originalmundrohr. Das Blaue liegt in der Ansprachekurve deutlich unter den mit dem Konus ausgestatteten Beckmundrohren. Selbst in der Intonation ändert sich was. Wir sehen das große M5-Mundrohr unglaublich schön ausgeglichen in der hohen Lage, wobei das Originalmundrohr schon einen kleinen Knick darstellt, also etwas mehr ausgeglichen werden muss. Also, wir sehen, auch in der Intonation sind leichte Korrekturen möglich. Jetzt nehme ich euch mit in die Meisterwerkstatt. Hier sehen wir einige Dorne, einige Mundrohr-Dorne, zu denen später mehr. Und das sind Bolzen im Zehntel-Millimeter-Abstand. Mit dieser Vorrichtung vermessen wir den genauen Konusverlauf der Mundrohre und vergleichen diese Daten dann mit unseren Mundrohr-Dornen und unseren Mundrohren. Tausende von Messergebnissen entstehen und werden im Computer festgehalten. Anhand von diesen Daten können wir Rückschlüsse ziehen und sind wesentlich schneller und effektiver bei der Mundrohrentwicklung für alle Flügelhornmodelle. Hier sehen wir sogar die Anstiege der Konen am Bildschirm. Jetzt geht es an die Fertigung. Das Rohmaterial wird abgelenkt. An der Schleifmaschine entgratet und was für unsere Produktion sehr wichtig ist, die Mundrohre werden verjüngt, um sie mit einem Dorn nachher ziehen zu können. Ihr seht vorne eine deutliche Einengung dieser Teile. Für unseren aufwendigen Ziehvorgang müssen die Mundrohre teilweise abgetreten werden. Um das Material weich zu machen, wird es rot geglüht. Anschließend geht es ans Ziehen, an die Ziehbank. Der jeweilige Dorn wird eingespannt und das Mundrohr wird drüber gepresst. So halten wir immer exakt die gleichen Konen.
Hier sehen wir das Ausgangsmaterial und das deutlich länger gezogene Mundrohr. Viele unserer Mundrohre haben einen Zwingenansatz, also so wie bei einer Perinet-Trompete, und diese Zwingen werden hier hergestellt, aufgelötet und aufgefräst. Hier sehen wir den Lötvorgang, die Zwingen werden aufgelötet. Nach diesem Vorgang wird das Mundrohr auf das Endmaß abgedreht und abgelenkt. Polieren ist ein wichtiger Vorgang, es soll ja auch schön glänzen. Zum Schluss wird das Logo Beck Leadpipe eingeätzt. Für größtmögliche Präzision und Wiederholbarkeit werden unsere Mundrohre auf einen Dorn gepresst, also auf einen Dorn gezogen. Damit ihr mal seht, wie so ein Mundrohr aussieht, haben wir eins aufgefräst und aufgeschliffen. Hier auf dem Tisch liegen ein paar Mundrohre, die seht ihr gleich näher, um einfach mal klarzustellen, wie viele Möglichkeiten bei so einer Gestaltung eines Dorns möglich sind. Hier das aufgeschnittene Mundrohr. Aber hier seht ihr jetzt mal die unterschiedlichen Konusse, wie eng dieses Mundrohr hier anfängt. Viel größeres, stärkeres Mundrohr hier. Hier komplett anderer Verlauf. Jedes Mundrohr hat einen anderen Verlauf. Und jetzt seht ihr, wie genau zum Beispiel so ein Mundrohr hier reinpasst. Und das ist ganz, ganz exakt dieser Verlauf. Ich nehme es mal raus. Ihr seht, welche enorme Auswirkungen so ein kleines Stück Mundrohr hat. Ich wünsche mir, dass ihr eure Instrumente voll und ganz auskosten könnt und weitere tolle klangliche Möglichkeiten erlebt. Egal welche Marke und welches Instrument du spielst. Egal ob deutsches Drehzylinder oder amerikanisches Perinet-Flügelhorn. Hier in unserem Geschäft stehen weit über 30 unterschiedliche Flügelhörner für dich testbereit. Selbstverständlich mit unseren unterschiedlichen Mundrohren. Und jetzt mein Top-Angebot an dich, völlig unverbindlich und individuell. Teste für 10 Tage dein Instrument mit den passenden Mundrohrserien. Suche dir das passende oder die passenden Mundrohre aus oder schicke alles wieder zurück. Hast du dich für das eine oder andere Mundrohrmodell entschieden, erhältst du obendrauf nochmals eine Geld-Zurück-Garantie für 30 Tage, falls du mit dem neuen Mundrohr doch nicht wie gewünscht zurechtkommen solltest. Vorab erhältst du von mir einen Plan, wie du beim Testen am besten vorgehen kannst und rasch gute Vergleichsergebnisse erzielst. Diesen kannst du dir bereits jetzt hier herunterladen. Sollten wir für dein spezielles Flügelhorn noch kein Mundrohr im Angebot haben, freuen wir uns jetzt schon darauf, diese Serie zu entwickeln. Ich freue mich auf eure Ideen und Anfragen. Viel Spaß beim Flügelhornspielen und beim Mundrohrtest. Euer Matthias Beck.